Tschüss. Gibst du noch einen Kussi? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schwangerschafts- und Family-Vlog. Wir haben es heute Samstag, den 15. Dezember und wir sind so gar nicht in Weihnachtsstimmung. Also ich habe es nicht geschafft, Weihnachtsdeko aufzustellen, weil nach unserer Erkältungsphase hatten wir jetzt auch noch das Glück, dass Clara Magen-Darm hatte. Und jetzt ist sie einigermaßen wieder fit. Heißt, wir werden jetzt wir werden jetzt gleich zum Baumarkt fahren, weil wir ja die Kinderküche von IKEA für Clara zu Weihnachten haben. Da brauchen wir noch Farbe und so eine Rückwand. Dann wollen wir mal gucken, ob wir da einen schönen Weihnachtsbaum finden. Und im Anschluss wollen wir einmal über den Weihnachtsmarkt schlendern, damit sie eine Runde Karussell fahren kann. Das ist der Tagesplan für heute. Ich bin schon wieder ein bisschen kurzatmig. Auf jeden Fall lohnt es sich heute bei diesem Video dran zu bleiben bis zum Ende, weil ich nämlich am Ende noch eine schöne Verlosung für euch habe zum Advent. Deswegen bleibt gerne dran und verbringt den Tag mit mir und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich dachte, es wird ein Liebesbild. Oh, ein Zauberstab. Eine Schlange! Kennst du noch gar nicht, ne? Wow! Super! Guck mal. Da rein! Das Geld ist noch nicht mal drin. Ich hätte geheuer, ne? Auf Papa reinmachen? Nein. Okay. Aber sonst können wir ja gar nicht fahren, Schatzi, wenn du das Geld da nicht reinmachst. Darf Papa haben? Nein. No. Ja. Auto. Hält? Mhm. Doch nicht mehr. Fahren? Okay, dann nicht. Auto. Lieber das Geld nehmen. Okay, gutes Mädchen. Über sparsam. Wow, guck mal. Ein Mini-Skateboard. Aufstellen. So. Wo war das hier? Einfach. So und so. Und? Cool. Wow! Und jetzt zu mir! Hey, cool! Mama! Wow, mit Trick hier! Mach dir hier gleich noch einen kleinen Olli. Wetterschutzfarbe. Wollen wir noch mal zu den bunten Farben gehen? Für deine Küche?
Hier rum. Hier ist Papi, komm. Wir suchen uns gerade Farbe für die Kinderküche aus und sind uns gerade ein bisschen unschlüssig, welche Masse wir brauchen an Farbe. Zurück! Wir haben uns jetzt aktuell für Weiß und Mint entschieden. Darin sind die ganze Küche, also reicht das. Ja. Menge von Farbe ist aber richtig schwer einzuschätzen. Da hat sich jemand versteckt. Hallo! Wollen wir jetzt einen Tannenbaum kaufen? Papa. Mit Papa. Papa ist da noch. Jetzt geht wieder die Frage, glänzend oder matt. Aber ich finde matt schöner, glaube ich. Nehmen wir einfach die goldene Mitte. Ja. Okay? Ja. Seidenmatt. Wie ihr seht, haben wir gerade das Buggy-Board aufgebaut, beziehungsweise probieren es gerade aus. Das habe ich neulich beim Black Friday geshoppt. Wir haben uns für das Philly Kit entschieden. Das passt auf unseren Hartan Topline S rauf. Ich hatte auch noch so einen Zusatzsitz dazu gekauft. Da gucken wir gleich mal, ob der jetzt auch passt. Wäre cool, wenn Clara noch wach ist. Ist sie aber nicht. Dann hätte man das mal live austesten können. Wir haben es heute auch schon Sonntagabend. Du kannst den halt nicht zusammenklappen, so, ne? Echt nicht? Nee. Muss ich den jetzt mal wieder abbauen, ne? Ja. Muss halt jedes Mal. Ist das denn kompliziert, den abzubauen? Nee, du musst halt dieses Nein lösen, ne? Fertig. Okay, dann geht das ja eigentlich. Um es festzumachen, musst du die halt hier wieder anmachen. Okay. Wir haben es jetzt auf jeden Fall schon Sonntag. Gestern haben wir nicht mehr weiter gefilmt, weil Clari, nachdem sie süß bei Tom rumgelaufen ist, totale Bauchschmerzen bekommen hatte und die Laune dann nicht so gut war. Deswegen haben wir den abgebrochen. Das haben wir den Abend gemacht. Sie ist nach dem Auto eingeschlafen. Heißt, sie war dann auch sehr spät erst im Bett. Ja, und heute haben wir ausgeschlafen, vielleicht bis 10 oder so, ne? Also richtig also lange. 10, ja. Und wir haben heute den ganzen Tag unsere Küche aufgeräumt und sortiert. Also die Schränke sind schier, passend fürs Baby. Und Jonas hat den Stubenwagen auch schon hochgeholt. Da fehlt jetzt eigentlich nur noch die Matratze drin. Dann ist der auch schon aktiviert. Jetzt probieren wir das Buggyboard gerade aus. Ja, und jetzt wird es auch langsam ernst. Das sind ja jetzt nur noch 4 Wochen. Die Mom ist auch gewachsen. Ne? Milchreis ist auch fertig. Milchreis ist auch fertig, das ist das Wichtigste. Kann ich ja mal einen kurzen Einblick in unsere Küchenschränke zeigen. Ich bin echt, also die Arbeitsplatten jetzt sind noch nicht fertig geworden, aber die Küchenschränke, die sind einfach, es ist einfach alles. Endlich mal wieder, wir haben alles komplett ausgeräumt, ausgewischt. Ich glaube, wir haben 2 Kartons aussortiert mit Sachen, die wir nicht mehr brauchen, die sich aber trotzdem immer in der Küche anhäufen. Genau, hier haben wir die ein bisschen neu organisiert. Sieht jetzt zwar nicht so schön aus, dadurch, dass da Glas ist, aber es ist auf jeden Fall alles mal wieder so ein bisschen übersichtlicher. Wir haben da oben sogar noch Platz, man mag es kaum glauben. Zwar jetzt nicht alles so optimal, aber wie gesagt, erstmal Platz. Ja, wir werden jetzt hier noch weiter gucken, ob wir nochmal den Sitz darauf bekommen vom Buggyboard. Was kriegen wir? Den Sitz darauf? Kriegen wir. Wie süß sieht das denn bitte aus? Kannst du Clara mal eben aufwecken, dass wir das ausprobieren können? Aber es wird aber ganz schön eng, ne? Wenn hier die Wickeltasche, also die Wickeltasche kannst du da auch nicht mehr ranhängen, nee, ne? Und die Wanne, die geht doch eigentlich, ich glaube, das wird richtig eng mit der Wanne auch.
Könnt ihr jetzt natürlich auch noch holen. Mm, wäre cool, glaube ich. Aber dann musst du mir beim Runtertragen helfen. Lass dich das denn gut schieben mit dem Buggyboard? Ups. Jonas sagt wieder, wo hast du deinen Führerschein gemacht? Ja, ich kann nicht mit Kinderwegen fahren. Ich ecke mal überall an mit den Rädern. Aber ich habe mich schon richtig gefreut, wieder unseren Hartern zu benutzen. Ich habe ihn ja echt schon ein bisschen vermisst. Ne? So ein toller Kinderwagen. Also ich kann euch den echt nur empfehlen. Den Topline S von Hartern. Ganz, ganz tolles Teil. Du brauchst einen LKW-Führerschein. Ja, voll das Schlachtschiff. Aber es ist halt auch schön groß. Jetzt mit dem Board piept der auch beim Rückwärtsgehen. Ne? Ja, geil. Also der hat doch noch ein bisschen Platz. Clara muss halt aufpassen. Ich glaube, die Wanne guckt minimal ein Stück rüber, oder? Wie war das? Nee, gar nicht. Ja, passt doch perfekt. Setz dich mal rauf. Nee, das hält mich nicht aus. 20 Kilo. Das ist aber gepolstert ist das leider nicht. So? Ja. Würde passen. Könnte ich mich auch, wenn ich weggehen kann. Sehr gut. Ja, war so ein guter. Guter Kauf. Ja, dann lassen wir das. Mhm. Du musst halt jedes Mal ab und anbauen. Ja, und den Sitz, den kann ich ja mal unten in die Dings reinmachen sonst. Welchen Sitz? Ja. Wenn sie nicht will. Ja. Ja. Der wird eh. Dieses Fach wird eigentlich nur bestehen aus zwei Babytragen, einmal Toddler und Baby-Size. Und den Sitz, dann ist das Fach voll. Ja, du hast hier hinten auch noch Platz, weißt du. Stimmt, dahinter habe ich auch noch ein bisschen Platz, ja. Oh, guck mal. Sehr schön, ich freue mich. Und er ist so wunderschön. Cool. Da. Xylophon? Ja. Teddybär? Ja. Fernseher? Handy? Telefon? Auto. Autoschlüssel? Zahnbürste? Geld? 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 Portemonnaie mit Geld. Wo ist der... Teddybär? Tumbledo. Genau. Und der Stuhl? Da. Super. Auto. Warte. Oh. Pizza? Nee, wo ist die Pizza? Mm-mm. Wo ist die Pizza? Pizza. Genau. Und was siehst du noch? Trinken, genau. Und die Nudeln? Nunus. Genau, Nunus. Reis. Eis. Eis. Reis. Und die Butter. Butter. Genau. Und das Brot. Brot. Klasse. Und die Würstchen. Da. Ja, super. Und die Brezel. Brezel. Genau. Und das Brötchen. Das Brötchen. Ja? Ja, klasse. Ja. Käse. Zitrone. Genau, Saft. Wasser. Wasser, genau. Heiß. Das ist heiß, genau, das ist ein Kaffeebecher. Kalle. Schokolade. Kakao. Genau, Kakao ist da drin, ne? Kalle. Und Schokolade. Und der Kuchen? Da. Genau, die Kekse daneben, ne? Klasse, Engel. Nus. Die Nus sind da auch. Die haben wir gestern gegessen, ne? Und wo ist der Spatz? Mio. Ja, Mio und Julie, die kämpfen da gerade, ne? Hallo meine Lieben, wir haben jetzt schon Montag, der nächste Tag, und Clara geht es heute deutlich besser. Gestern, nachdem wir hier die letzten Szenen gefilmt hatten, ist sie auch kurze Zeit später wieder aufgewacht, war dann mit uns bis, glaube ich, 2 Uhr morgens wach, weil sie so eine Bauchschmerzen wieder hatte. Also dieses Jahr sind wir wirklich durch mit Krankheitstagen. Wir hatten ja jetzt 3 Wochen eine Erkältung, dann...
jetzt ja seit Donnerstag Magen-Darm. Also ich habe für dieses Jahr wirklich überhaupt gar keine Lust mehr auf irgendwelche Krankheiten oder sonstige Spirenzchen. Zum Glück ist das Jahr bald vorbei und ich hoffe, es geht besser los, als es geendet hat. Leider habe ich es gestern auch nicht mehr geschafft, dieses Video fertig zu schneiden und zu bearbeiten, weil wir machen ja gerade mit meinen lieben Mädels Sabrina von Mamis Mädchenkram, Anni von Annis Blog und Christina von Katie Secret ein Adventsgewinnspiel und ich bin ja der dritte Advent gewesen und ich habe es jetzt natürlich durch die ganze Krankheitsphase nicht geschafft, dieses Video pünktlich am dritten Advent hochzuladen. Schande über mein Haupt. Aber ich hoffe, es ist auch in Ordnung, wenn ich das ein, zwei Tage später mache. Ihr könnt auf jeden Fall auch was ganz Tolles bei mir gewinnen. Und zwar dieses wunderschöne Buch, was ich gerade mit Clara gelesen habe. Wir lieben, lieben, lieben Essen. Das ist auch wirklich das Lieblingsbuch von Clara. Das ist der Duden. Und ja, was haben wir dazu sagen? Perfekte Bilder für die kleinen Mäuse. Clara kann davon überhaupt nicht mehr genug bekommen. Und so ein tolles Buch würde ich gerne an euch verlosen. Dafür müsst ihr Abonnent meines Kanals sein. Ihr dürft auch gerne bei meinen anderen lieben Mädels vorbeischauen, da würden sie sich auch drüber freuen. Das sind nämlich auch alles ganz zuckersüße Mamis mit einem tollen Alltag und ich folge denen echt so gerne. Und Anni ist zum Beispiel jetzt auch gerade zum zweiten Mal schwanger, da wird es jetzt auch richtig spannend, was es denn auch wird und alles. Also genau, seid Abonnent von meinem Kanal. Und schreibt mir in die Kommentare den Hashtag Duden. Nee, nicht Duden. Clara, was nehmen wir? Auto. Auto? Schreibt mir in die Kommentare den Hashtag Auto. Und ihr habt die Chance, dieses tolle Buch zu gewinnen. Und den Gewinner werde ich am 4. Advent unter diesem Video bekannt geben. Also schaut unbedingt wieder unter diesem Video am 4. Advent vorbei und schaut, ob ihr gewonnen habt. Und ich wünsche euch ganz viel Glück und drückt die Daumen. Und was machen wir jetzt noch, Schatz? Schokolade. Clara hat sich nämlich hier gerade ein Schokoladenkissen gekrallt. Jonas und ich hatten mit Blätterteig Toffifee ummandelt mit Blätterteig. Hatten wir am Wochenende gemacht, genau. Und davon hat sie sich gerade eingemopst. Ist natürlich super bei Bauchschmerzen, ich weiß, aber kann man diesem süßen Kind das verwehren, wenn es schon seit Donnerstag keine Schokolade mehr bekommen hat? Nein, kann man nicht. Wir werden jetzt heute auch nur noch den Haushalt machen. Ja. Danke, ich krieg die Reste. Genau, den Haushalt machen. Dankeschön. Nicht am Pullover abschmieren. Jetzt hast du alles von der Schokolade. Füttert euer Kind euch auch so liebevoll. Das reicht erstmal. Genau, wir werden jetzt noch ein bisschen Haushalt machen. Dann muss ich, wie gesagt, noch ein, zwei Pakete packen. Ich habe ja von meiner liebsten Ricarda auch wieder ein richtig tolles Weihnachtspaket bekommen. Und ihr Paket müssen wir natürlich auch noch fertig packen, damit das hoffentlich rechtzeitig an Weihnachten noch unterm Baum steht. Und die Babysachen werde ich nachher einsortieren. Und wenn ich jetzt total motiviert bin, werde ich jetzt gleich im Anschluss weiter vloggen. Und das werdet ihr dann Ende der Woche oder nächste Woche sehen. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es tut mir wirklich sehr leid, dass es momentan so still um uns ist, aber mit krankem Kind und schwanger und so, es macht einfach überhaupt gar keinen Spaß, irgendwie zu vloggen und zu Themenvideos komme ich auch überhaupt nicht. Also verzeiht mir es und ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem treu und ich hoffe, ihr macht fleißig mit bei meinem Gewinnspiel und guckt auch bei meinen lieben anderen Mädels vorbei. Ich sag einfach mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gibst du einen Kussi? Klasse.